Mein Name ist Alexander König, ich bin 38 Jahre und bin der Leiter des Projekthauses Tissue Engineering in Singapur. Das Projekthaus ist gestartet im April 2018. Tissue Engineering ist die Züchtung von Zellen und Gewebe im Labor. Beispiele für verschiedene Anwendungen sind Zelltherapie, Transplantation oder aber auch sogenannte In-vitro-Tests, bei denen man mit den im Labor gezüchteten Materialien Versuche durchführen kann. Tissue Engineering basiert im Wesentlichen auf drei Komponenten: dem Trägermaterial, dem Zellkulturmedium und den Zellen. Je nach Anwendung müssen diese drei Komponenten ideal aufeinander abgestimmt sein. Der Herausforderung stellen wir uns im Projekthaus Tissue Engineering. Das Besondere an diesem Projekthaus ist, dass es sehr international ist. Im Gegensatz zu den früheren Projekthäusern, wo wir unsere Aktivitäten gebündelt haben an einem Standort, arbeiten wir hier weltweit mit verschiedenen Teams zusammen. Wir haben zum Beispiel Aktivitäten in den USA, wo wir an Biomaterialien arbeiten, die als Trägermaterial für Tissue Engineering herangezogen werden können. Wir arbeiten in Deutschland mit Experten zusammen, um zum Beispiel Komponenten für Medienformulierung zu erarbeiten. Und letztendlich kommt alles in Singapur zusammen, wo wir dann die Zellkultivierung durchführen und anwendungstechnische Versuche machen. Wir hoffen, mit unseren Kunden zusammen Lösungen zu finden für Menschen mit chronischen Krankheiten, mit schweren Krankheiten, die heute teilweise gar nicht oder nur schwer zu heilen sind. Evonik. Power to create.